Ich finde, war irgendwo ein Dorf, was ich besser. Hier wollte man die Richtung. Ich finde, bei jemanden, der sich leichter töten lässt als die Vögel. Die sind schon echt OP. Also einen von den Elchen haben wir schon getötet, das haben wir schon hingekriegt. Das haben wir schon zustande gemacht. So, jetzt sind wir hier im Aubergine-Bezirk. Häuptling allein. Ich glaube, es ist ja kaum. Was sagt ihr zu? Ich glaube, es ist ja kaum. Da kam der Rest. Vielleicht habe ich noch irgendwo so ein Stäbchen, was ich hier für, von den Füchsen, was wo ich mir zu Hilfe rufen kann. Das wäre ein. Zu Hilfe rufen wäre ein gutes Ding. Ja, die Fässer sind bestimmt auch hilfreich. Wenn ich sie jetzt hier nicht vergeude. Und jetzt hier wieder hier am Checkpoint hier habe ich irgendwie einen Checkpoint markiert. Oh nein. Das wollte ich nicht, ich wollte später runter. Jetzt bin ich hier irgendwann ganz weit in der Aubergine. Sagst du, ich irgendwo ganz urplötzlich. Aubergine. Waren hier nicht irgendwo die Anbaugebiete? Irgendwo im Sumpf hier. Es hat auf jeden Fall ein Wir sollten auf jeden Fall einen von den Händlern separieren. Das wird die beste Möglichkeit sein. Fluffin haben wir gleich. Strasse kriegen wir hin. Bromanholz für. Und wenn wir gleich keine herbekommen, weiß ich nicht. Das ist dann, ja. Amurapilz, die brauchen wir. Hierfür. Ich glaube, Oberschenkel kriegen wir hin. Das ist jetzt nur wieder bei dem Stand. Jetzt eine Aubergine. Das ist unser Schnapper-Oberschenkel. Du bringst uns doch hier nicht um. Oh, Schnapper-Oberschenkel.
Sehr schön. Eine Aubergine bräuchte ich jetzt noch. Das wäre echt nice, wenn wir die zünden würden. In diesem Gebiet hier. Könnten wir die Mission erstmal zu Ende machen. Pilze gibt es hier zu Genüge. Schlammrüben. Was sagt man dazu? Ewig gesucht im Stream. Okay, Berlin ist noch separiert. Ah, das ist gut. Okay, er kommt her. Der ist ein Händler. Nicht sterben. Hau bloß ab. Das machen wir dann später, wenn es sein muss. Ne, so ein Stäbchen haben wir nicht. Nein, 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 hau ab. Komm her. Verdammt. Oh, verdammt, 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 verdammt. Ich wollte ihn heranlocken und dann das Fass machen. Das wäre ge gut gewesen. Ich hoffe, ich habe die Auberginen noch. Wir verdienen, glaube ich, keinen Loot, oder? Wenn wir tot gehen. Haben wir jetzt zumindest kommen, lass uns erstmal das vergiftete Essen machen. Und dann dort zu dem die Mission erstmal zu Ende machen. Dann haben wir das geschafft. Sehr schön. Und wir dann trotzdem. What? Habe gerade zwei Auberginen aufgesammelt. Ich verliere doch Zeugs, wenn ich. Wenn ich ohnmächtig werde. Ach nö, bitte nicht, nö. Zieh mir bitte nicht. Okay, das Zeug steht gleich noch an derselben Stelle. Ich bin zum letzten Checkpoint. Damit haben wir es jetzt deswegen. Dann müsste die Aubergine auch hier rum stehen. Irgendwo hier. Irgendwo, wo war das hier? Müssten ja auch die Auberginen sein. Irgendwo hier in der Nähe. Warte mal, ganz sachtes, ich bin noch hier. Irgendwo durch Zufall auf Auberginen getroffen. Hier bin ich lang, oder? Ne, hier habe ich diese, die habe ich eingesammelt. Hier waren die Auberginen. Sehr schön. Auberginen haben wir. Schnapper-Oberschenkel brauche ich noch. Das kriegen wir ja wohin. Da war auch hier einer in der Nähe. Hier dafür. Stahlseil. Okay. Wo auch immer wir eine Glatzperle herkriegen.
Okay, dann mache ich das jetzt erstmal als Priorität. Setze ich mir diese Priorität. Irgendwo wird es jetzt ja doch wohl so einen Schnapper finden. Nicht zu nah ans Dorf ran. Hier nicht. Der bleibt heute verschont. Hier, du. Also. So schwer für den Schild. Nicht zu schwer für das Schwert. Schnapper Antenne. Schenke, sehr schön. Das, was ich wollte. Vergiftete Fleischplatte. So, Sekunde, können wir das mal kurz. Prüfung des Kriegers. Vergifteten Häuptling der Krokehauptdorfs. Markiert. Müssen wir den, glaube ich, erstmal zu. Kannst einen vergifteten Fleischplatte tauschen oder spenden? Aha. Das geht dann an den König oder was? Dann müssen wir uns mit dem Koka noch, glaube ich, erstmal an Freunden, oder? Oder können wir das gleich in die Koka-Sache spenden? Spenden. Nee, das wäre das Falsche. Spenden ist momentan unsere eigene einzige Option. Weil wir die auch feindselig haben. Da wuchs nichts. Einmal in die Richtung hier. Ich komme ja an dem Spendenschrein vorbei. Und wir sind im Kreis gerannt, glaube ich. Ah ja, du bist definitiv Cocker. Wehe, wenn nicht. Provoziere einen Konflikt mit dem Koka-Häuptling. Durchsuche den Thron. Auweih. Das endet tödlich. Jetzt können wir wieder essen. Sterben und komm weg hier. Haben wir doch gemacht, oder? Wir haben den Thron untersucht. Komm weg hier. Kommt alle weg. König, komm du weg von deinem Thron. Der König geht zurück zu seinem Thron. Das Inselkonzept. Du hast vergiftete Nahrung auf Albama verbreitet. Das Konzept und seine Varianten werden von den Dorfhändlergruppen auf der Insel in Umlauf gebracht. Oha. Und weitaus verwundbarer. Aha, wenn du das so sagst. Ich allerdings auch.
Bring dich in Sicherheit. Ne, das hat ja sehr gut geklappt. Ist mein Getränk. Scheiß Checkpoints. Zumindest hat das mit dem Dingens geklappt. Meine Platte gespendet. Wir haben noch eine im Inventar, aber wir haben sie wohl schon gespendet. Das ist wohl schon geglückt. Er ist vergiftet. Ich komme hier runter. Verdammt! Verdammt! Das Inselkonzept bringt dich in Sicherheit. Das kriegen wir hin. Das hier ist die Kleidergrubknochennadel. Für was könnte sie wohl nützlich sein? Ich würde mich darüber mit den Tambas beraten. Aha. Die Krücker wurden um die Entwicklung und Bewahrung eines besonderen Bolzens gebeten, der bei der Abschirmung eines sicheren Ortes helfen kann. Okay, da haben wir ja noch die Aufgabe mit denen, wo wir gerade, glaube ich, dran waren. Dann noch eine letzte mit den Sonnendingern. Okay. Die Grabgucker. Da brauchen wir da brauchen wir die Kette für. Und Sabas Gold. Konservierungswissen. Okay, da müssen wir erstmal. Oh, eine Aubergine. Das finden wir jetzt viele. Auf einmal. Auf einmal wieder viele da. Kann ich wahrscheinlich am Ende des Streams jetzt hier 15 vergiftete Sachen bauen. Alter, es ist egal, wie weit wir heute kommen. Also ich glaube ja, das ist wirklich der letzte Stream. Das ist freundlich oder nur neutral bei Gunnar Dax. Ja, okay, mit dem Händlerdingens können es versuchen. Braucht man ein Händlerabzeichen. Zwei Händlerabzeichen brauchen wir dafür. Zwei Händler müssen wir umbringen. Das ist. Uff. Jetzt freuen wir uns erstmal mit dem Gunter Dick Duck an. Machen wir das zuerst. Und das ist damals zur Hälfte schon gemacht. Das könnte man dann Bärenhalskette Geschenk. Glatzperle, vielleicht kriegen wir das irgendwo bei dem Händlerstamm. Im Gunnerdickdach sind wir gerade. Ist das Volk, glaube ich, mit denen sind wir schlecht. Fluffy-Feder brauche ich noch. Fluffies. Okay.
Wird keine Feder gedroppt. Ist nicht gut. Weitere Fluffys suchen. Und das, die Perle kann ich bestimmt irgendwo handeln. Nein, du gerade nicht. Oh, eine Feder, sehr schön. Jetzt brauchen wir nur die Perle. Und müssen uns in Sicherheit bringen. Und die Aubergine könnten wir jetzt auch essen. Wo finden wir Perlen? Ich werde mal schnell reisen, falls ich das noch kann. Ich habe kein neues mehr. Ich kann es hier händlermäßig tauschen. Müssen wir es nur noch befreunden und dann hätten wir zumindest nur noch eine übrig. Okay, du hast keine Perlen. Dann müsste ich mal kurz googeln, wo man die Perlen herkriegt. Gibt es doch ein Wiki für. Glattperle. Pein Game Wiki. Ist ein bisschen unübersichtlich, diese Seite. Aber ja, mal suchen, Glattperle, wird er wahrscheinlich nichts finden, auf Englisch, keine Ahnung, eine interaktive Map, wenn man da mal suchen kann. Die Kreaturenmaterial. Ein paar Pfandleder, wenn man nicht. Zahnstein, Sandstein. Glattperle, hier haben wir es. So ziemlich überall. Angeblich.
Das ist wie bei der Aubergine, die finden wir jetzt auch nicht. Und wo wir direkt davor stehen. Tun wir, glaube ich, sogar gerade. Hier irgendwo im Gebirge müsste es mindestens eine geben. Wir haben bestimmt schon eingesammelt haben und deswegen nicht kriegen. Es gibt nirgendwo einen Bereich, wo es die wirklich zuhauf gibt. Da brauchen, glaube ich, nur eine, oder? Ja, eine Glatzperle. Es wird ja wohl nicht so schwer sein. Okay. Da haben wir die Hütte. Da muss das hier. Hier. Hier muss es sein. Die Karte ist hier relativ exakt eingezeichnet. Also. Müsste es irgendwo einen kleinen Tümpel geben. Und das hier, das Loch. Und hier irgendwo müsste eigentlich eine Perle rumliegen. Gruft, Hollow Mountain. Aha, in der Gruft. Nicht die Perle wohl rum. Okay. Haben wir noch eine, die hier irgendwo offen rumliegt? Ach so, ja, hier. Da sehe ich da oben eine. Zwei Glatzperlen am Strand. Hier. In Bordearküsten. Da müssen wir hin. Suspended. Jetzt hätte ich ja rot am Bildschirm. Wir können jetzt schnabulieren. Brauchen wir momentan eigentlich keine Angst vorzuhaben. Das war was Wichtiges auffuttern. Ja, fast die richtige Richtung. Und da müssen wir lang. Koordinaten haben wir da hier auf der Map gar nicht. Jetzt kann ich die exakten Koordinaten ansteuern. Oha, ein paar kleine Pixel wieder hier. Auf der Map. Okay, der Strand ist noch ein bisschen weg. Nö. Was
falls man das Strand nennen will und kann. Was wir auf der Karte haben. Genau das Baumgebiet hier unten. Nicht sterben, verdammt.